und dem Vorstandsvorsitzenden der einflussreichsten Bank auf Erden. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt bestellt Obama die 13 führenden amerikanischen Banker zu sich. Unter ihnen die Nummer 1 bei Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Obama warnt sie. Draußen erwartet euch das Volk mit Mistgabeln. Es will Köpfe rollen sehen. Die Lage ist in der Tat ernst. Das Land steckt in der Rezession und die Banken überleben nur, weil hunderte Milliarden Dollar öffentlichen Geldes in das System gepumpt werden. Obama ist bereit, diese Hilfe aufrechtzuerhalten, fordert aber im Gegenzug die Unterstützung der Banker für eine Reform des Finanzsystems. Thank you for being here. We had a wonderful meeting today with the president. The basic message is we're all in this together. Thank you all very much. Die Banker atmen auf. Es werden keine Köpfe rollen. Weder an diesem Tag noch später. Going into the meeting. Zu Beginn des Treffens waren die Banker ziemlich beunruhigt. Sie dachten, nicht ohne Grund, der Präsident würde sie für die Katastrophe, die sie ausgelöst hatten, zur Verantwortung ziehen. Aber das tat er nicht. Ich war überrascht, wie die Obama-Regierung die Dinge handhabte. Jedenfalls nicht auf die beste Weise. Ich war Chefökonom des Internationalen Währungsfonds und habe über 20 Jahre lang mit Finanzkrisen zu tun gehabt. Was Sie auf keinen Fall tun dürfen, ist, alle Verantwortlichen einfach auf ihren Positionen zu belassen. Wenn ein Staat, der beim IWF Hilfe sucht, so etwas vorschlagen würde, wäre die Antwort: Nein, das ist nicht akzeptabel. Aber genau das haben die USA getan. Haben Sie dafür eine Erklärung? Die Ideologie lautet: Die Wall Street ist gut, die wissen, was sie tun. Banken sind gut, größere Banken sind besser und globale Megabanken wie Goldman Sachs sind am besten. Das ist die Ideologie und übrigens völlig falsch. Im September 2009 ist Obama in New York. Das Kräfteverhältnis hat sich geändert. Die Banken machen wieder Profite, die fantastischen Boni sind wieder da und die Wall Street schwingt wieder das Tanzbein im Casino, als hätte es die Krise nie gegeben. Der Präsident prangert die Verantwortungslosigkeit der Finanzwelt an. Der Goldman Sachs-Chef sieht es vor, dem Anlass fernzubleiben. There are some in the financial industry who are misreading this moment. So I want everybody here to hear my words. We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess that was at the heart of this crisis. The fact is, many of the firms that are now returning to prosperity owe a debt to the American people. In March 2009, im März 2009 hatte die Regierung gegenüber den Banken eine starke Position. Sie entschied, wer gerettet wurde und wer nicht. Sechs Monate später hat sich das Blatt gewendet und die Banken halten alle oder fast alle Trümpfe in der Hand. Goldman Sachs hat das Kräftemessen mit dem Weißen Haus gewonnen. Innerhalb eines halben Jahres ist es der Bank gelungen, sich in der Obama-Regierung Gehör zu verschaffen und Reformansätze zu entschärfen. Ganz gleich, welcher politischen Couleur der Präsident angehört, Goldman Sachs ist in Washington immer gut vertreten. Seit Jahrzehnten spinnt die Bank ihr Netz im Herzen der Macht. Ministerien, Kongress, Bundesagenturen, keine Institution entgeht ihr. Kritiker beschreiben Goldman Sachs als Krake. Sie müssen niemanden bestechen. Sie platzieren einfach ihre Leute in Spitzenpositionen. In den USA, aber auch in internationalen Institutionen, im Währungsfonds, in der Weltbank. Das Problem ist, dass Goldman Sachs dabei nicht einmal ansatzweise die Gefahr von Interessenkonflikten sieht. Die Einflussnahme von Goldman Sachs auf die Regierung funktioniert auf mehreren Ebenen. Den ersten Kreis bilden die Männer des Weißen Hauses um einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bank, Robert Rubin. Er war Bill Clintons Finanzminister und hält den direkten Zugang zum Präsidenten.
Mark Patterson, Kabinettschef des jetzigen Finanzministers, und Wirtschaftsstaatssekretär Robert Holmes vervollständigen das Team. Der zweite Kreis besteht aus den Männern der Zentralbank und den sogenannten Regulatoren. Da sind vor allem der Vorsitzende der New Yorker Federal Reserve Bank, William Dudley, und Gary Gensler, der den Rohstoffmarkt überwacht. In der Börsenaufsicht SEC ist Adam Stock verantwortlich für die laufenden Untersuchungen. Auch er ein ehemaliger Goldman Sachs-Mann. Der letzte Kreis beeinflusst die internationalen Institutionen. Robert Zoellick hat sich gerade erst vom Vorsitz der Weltbank verabschiedet, während Mark Carney, Direktor der kanadischen Nationalbank, die Leitung des Rates für Finanzstabilität übernimmt, der die Aufgabe hat, das internationale Finanzsystem zu reformieren. Keiner dieser Männer wollte unsere Fragen beantworten. Auch unsere Interviewanfragen bei Goldman Sachs wurden abgewiesen. Der Club der Ehemaligen funktioniert nach dem Drehtürprinzip, dem Wechsel zwischen hohen Bankposten und öffentlichen Ämtern. Eine Praxis, die zum Kern der Unternehmenskultur aller Goldman Sachs gehört. Korruption besteht nur selten darin, dass jemand einem anderen unter dem Tisch einen Umschlag mit Geld zusteckt. Korruption entsteht schon, wenn alle das Gleiche denken, weil alle den gleichen gemeinsamen Hintergrund haben. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass alle finden, gewisse Institutionen müssten gerettet werden, weil sie für die Welt lebenswichtig sind. Diese Leute glauben das wirklich, und das ist möglicherweise das Problem. An der Spitze der Goldman Sachs-Hierarchie der Vorstandsvorsitzende, Lloyd Blankfein, der sich selbst zum Herrn der Welt erklärt hat. Zumindest ist er überzeugt, wie er in einem Interview der britischen Wochenzeitung Sunday Times sagte, er verrichte die Arbeit Gottes. Wie war Ihr erster Eindruck von ihm? Ich dachte im ersten Moment, er ist beknackt, einfach wegen dieser unglaublichen Arroganz, mit der er sprach. Ich war in seinem Büro und er nahm mich mit in den riesigen Traderraum, der direkt neben seinem Büro liegt. Er stand da, breitete die Hände aus und sagte, verstehen Sie, das hier ist New York, nicht London. Ich antwortete, ja, ich verstehe, das ist New York. Und dann sagte er, das hier ist Goldman Sachs, verstehen Sie? Was so viel hieß wie, wir sind so viel besser als ihr. Ich sagte, ja, ich hab's begriffen. And I said, yes, I get it. In der Wall Street wird Blankfein Lloyd das Messer genannt, wegen seiner schneidenden Schlagfertigkeit. Er kommt aus der Arbeiterklasse und wuchs in Brooklyn auf, einem harten Pflaster, bevor er zum Goldmarktspezialisten wurde und eine Stufe nach der anderen aufstieg, bis in die 44. Etage, den Olymp der Banker. Mit 58 Jahren verkörpert Blankfein das neue Gesicht der Firma, einer Finanzinstitution ohne Glauben und Moral, abgekoppelt von der wirklichen Welt. How often have you seen me on television, on general interest news shows? Privatize. You know something? What? That was probably a mistake, but now we have a lot of work to do explaining to people what it is that we do, and we're starting from a hole. Aber wie lässt sich erklären, dass eine Bank die eigenen Kunden ruiniert hat? Respected journalist, has there ever been a time when Goldman's investment advisors bought securities from Goldman for a client, and at the same time, Goldman was simultaneously shorting? I have to explain. See, this is a problem. As a market maker, we are making, buying and selling 1,000 times a minute. Of course, probably you could call it a casino, but if it is, it's a very socially important casino. Thank you. Ende 2009 hat der Boss von Goldman Sachs gleich zweimal Grund, mit sich zufrieden zu sein. Er hat Obama die Stirn geboten und die Financial Times, die Stimme der Finanzwelt, wählt ihn zum Mann des Jahres. Do you have any idea what you're going to make this year? No. More than last year? I suspect it's very unlikely to be less than last year. Während die USA monatlich 700.000 neue Arbeitslose zählen, gönnt sich Blankfein einen Jahresbonus von knapp 7 Millionen Euro. Am Ende gewinnt eben immer die Bank. En 2010,
2010 greift die amerikanische Finanzkrise über den Atlantik und wird zu einer europäischen Wirtschaftskrise. Jetzt werden jene Staaten angegriffen, die stark verschuldet sind, weil sie ihre Banken retten mussten. Sie werden zu einer leichten Beute für die Spekulanten. Allen voran Goldman Sachs, die vom Geruch des Blutes angelockt werden. Und die Kette hat ein schwaches Glied, Griechenland. Und Griechenland kennt Goldman Sachs gut. Schließlich hat die Bank dem Land geholfen, seine Bilanzen zu fälschen. Kleiner Däumling offiziell in die Eurozone aufgenommen. Ein Zeichen der Anerkennung für ein Land, dessen Wirtschaft sich spät entwickelt hat. Die Einheitswährung wird für die Griechen zum Visum öffne dich, der Schlüssel zu einem Leben des sorglosen Konsums, auf Kredit. Um das Jahr 2000 wurde Griechenland vom Goldfieber erfasst. Es war eine, wenn auch provinzielle, Version des Goldrausches, der an der Wall Street mit der sogenannten Finanzialisierung ausgebrochen war. Das Land bekam von den Banken billiges Geld, wie ein Junkie, der von seinem Dealer angefüttert wird. Den Griechen wurden Kredite aufgedrängt, die sich die Leute nicht wirklich leisten konnten. Und wie so oft folgt auf das Fest ein böses Erwachen. Griechenlands Staatsschulden liegen bald bei 100% des Bruttoinlandsprodukts. 60% sind nach den Kriterien von Maastricht erlaubt. Also, die Schulden reduzieren, um sich als guter Europäer zu erweisen. Aber wie? Da gäbe es einen Weg. Die geliehenen Fremdwährungen mit einem Trick hochrechnen, um die Schulden nach unten zu korrigieren. Im Wall Street Jargon ein Devisenswap. Das Ganze wird als OTC, als Over-the-Counter-Operation abgewickelt. Ein Handel unter dem Ladentisch, der offiziell nirgendwo auftaucht. Und so wird ein hoher griechischer Beamter an die Finanzfront geschickt. Das Lamm im Rachen des Wolfes. Ich war damals die meiste Zeit in London und traf dort die Vertreter der großen Banken und Investmenthäuser. Sie müssen bedenken, dass die griechische Schuldenagentur damals einen guten Ruf hatte und als eine der besten in Europa galt. Wir waren mehrfach von Fachzeitungen als innovativ ausgezeichnet worden und dementsprechend gut war der Eindruck, den Griechenland auf den Märkten machte. Wir waren also durchaus professionell. In London, Europas Finanzhauptstadt, begegnet der Mann aus Athen den Bankern von Goldman Sachs zum ersten Mal. Nach viermonatigen Verhandlungen gelangen die griechische Regierung und Goldman Sachs zu einer Einigung. Die Schulden werden um 2% reduziert und Athen wird sie erst nach den Olympischen Spielen zurückzahlen. Goldman Sachs stellt eine letzte Bedingung. Die Transaktion muss vertraulich bleiben. Das Geheimnis wird 2 Jahre lang gewahrt, bis ein Eingeweihter die Hintergründe dieses Paktes mit dem Teufel ausplaudert. Ich erinnere mich sehr gut. Ich traf mich mit einem meiner Kontakte in einem Restaurant in Canary Wharf. Er fragte mich, haben Sie von diesem Deal zwischen Griechenland und Goldman gehört? Der Mann, der selbst mit Unsummen umging, war über den Deal schockiert. Er sagte mir, Goldman hätte an der Transaktion 500 Millionen Dollar an Provisionen kassiert. In fees or revenues from this transaction.
Worin genau bestand dieser Deal? The Greek government, the mechanism. Well, there are used the well. Na ja, da wird mit abschreckenden Wörtern wie Derivate oder Swaps operiert. Tatsächlich ist es ziemlich einfach zu verstehen. Denken Sie an eine Wechselstube. Nehmen Sie an, Sie wollen Geld wechseln. Der Mann am Schalter sagt, ich hätte da ein Angebot für Sie. Anstatt 1 Dollar pro Euro gebe ich Ihnen 2. Sie denken, das kann doch nicht sein. Das ist ja mehr als der Wechselkurs. Sie fragen, heißt das, Sie schenken mir einfach Geld? Der Mann sagt, nein, ich gebe Ihnen einen geheimen Kredit auf einem anderen Formular. Den zahlen Sie mir natürlich zurück, aber auf Ihrer Quittung steht, dass Sie 2 Dollar pro Euro bekommen haben. Das ist im Prinzip das, was Goldman mit Griechenland gemacht hat. So haben Sie Athens Schulden um mehrere Milliarden Dollar geschrumpft. Um mehrere Milliarden? Ja, um ungefähr 3 Milliarden. Für Goldman Sachs ist der Deal ein klassisches Win-Win. Die Bank hat zu einem höheren als dem marktüblichen Zinssatz Geld verliehen, ohne das geringste Risiko einzugehen. Noch am selben Tag schließt sie eine Rückversicherung gegen eine Zahlungsunfähigkeit Griechenlands ab. Am Ende wird Goldman Sachs an dieser Operation 600 Millionen Euro verdienen. Die Griechen dagegen werden den Kelch bis zur Neige leeren müssen. Der Zinssatz schnellt in die Höhe, die Darlehensdauer wird verlängert, die Schulden haben sich verdoppelt. Das Land muss jetzt 400 Millionen Euro zurückzahlen. Pro Jahr bis 2037. Eine immense Mehrbelastung für einen Staat, der ohnehin am Rand des Bankrotts steht. Die Realkunst. Wie hoch die tatsächlichen Kosten im Moment sind, das merken wir jeden Tag. Wenn Sie auf einer griechischen Autobahn die Mautgebühr bezahlen, die übrigens ständig steigt, dann wissen Sie, dass Ihr Geld direkt auf das Konto eines Goldman Sachs-Kunden geht. Straight into the coffers of a client of Goldman Sachs. Jedes Mal, wenn wir fliegen, wird die Flughafensteuer nicht für unseren Staatshaushalt erhoben, sondern für die Anleger von Goldman Sachs. Goldman Sachs Investors, Clients. Am Londoner Sitz von Goldman Sachs International stimmt der firmeninterne Ausschuss für neue Transaktionen der Manipulation der griechischen Staatsbilanzen ohne Zögern zu. Die Bank ist es gewohnt, mit Regierungen zu arbeiten. Athen ist eine leichte und vielversprechende Beute. Die Firma übergibt die Angelegenheit ihren Spezialisten für Derivate, jene hochkomplizierten Finanzprodukte, die die Krise ausgelöst haben. Es war ihnen sehr unangenehm, als ich damals den Namen der Person veröffentlichte, die bei dem Deal die Schlüsselrolle spielte. Eddie Luduades, die immer noch bei Goldman ist. Sie ist zur Hälfte Griechin und leitete damals die Verkaufsabteilung. Sie hatte einen ziemlichen Ruf auf dem Markt. Sie galt als starke Persönlichkeit, wie es so heißt. Über ihr war Michael Sherwood, der Chef der FICC, der Abteilung für Obligationen, Devisen und Rohstoffhandel. Es ist die diskreteste und die profitabelste Abteilung bei Goldman. Sherwood ist der Mann im Hintergrund, der das Geschäft mit den Derivaten aufgebaut und dadurch Goldmans Macht und Einfluss auf den Märkten noch weiter gesteigert hat. Und dann treffen Sie sich oft mit den Goldman-Leuten? Andauernd. Es hieß ständig, ändern Sie dies, machen Sie das. Es ging um jede Menge technischer Details. Goldman Sachs hat den Ruf, hart zu verhandeln. Wir haben auch hart verhandelt. Das ist so ein Vorurteil. Die armen Griechen, die von nichts eine Ahnung haben, seien von Goldman Sachs und den Wölfen der Finanzmärkte gefressen worden. Das ist Unsinn. Ich mache Goldman Sachs keinen Vorwurf, ganz und gar nicht. Wenn der Bauer das Tor auflässt und der Fuchs kommt und die Hühner reißt, ist nicht der Fuchs schuld. I don't believe it's the Fox's fault. Was wusste Europa von diesem Trick, durch den Griechenlands Schulden mit einem Schlag um 3 Milliarden Euro verringert wurden? In Brüssel überwacht eine EU-Behörde namens Eurostat die Buchführung der Mitgliedstaaten.
Ihre Beamten sind dafür zuständig, die von den Mitgliedern der Eurozone gelieferten Zahlen zu prüfen. Bei Verstößen liegt das Sanktionsrecht allerdings in den Händen der Politiker. Als ich 2003 zu Eurostat kam, haben wir, nachdem wir etwas gebohrt hatten, festgestellt, dass die von Griechenland gelieferten Zahlen bereits seit einiger Zeit, schon seit 2002, Anlass zu Fragen gaben. Also haben wir uns das näher angesehen und ein Treffen mit den zuständigen Ausschüssen angesetzt, die dann ihre griechischen Kollegen befragt haben. Und was sagten die Griechen? La réponse des Grecs. Sie sagten, die Zahlen, die Eurostat übermittelt wurden, sind korrekt. Wir hatten da unsere Zweifel und haben auch in den kommenden Jahren immer wieder Vorbehalte geäußert. Bei Goldman wurde mir... Probablement non. Et dans ce cas-là, comment on peut éviter, ou si on a déjà pris les mesures, pour éviter que ça se reproduise? Alle offiziellen Untersuchungen kommen zum gleichen Ergebnis. Die Manipulation der griechischen Bilanzen war seinerzeit eine vollkommen legale Operation. Dass ihr Vorgehen ethisch zweifelhaft sein könnte, interessiert die Banker von Goldman Sachs schon lange nicht mehr. Um den Vorwürfen der Europäer entgegenzutreten, schickt die Firma eines ihrer Schwergewichte nach Brüssel. Jared Corrigan.
So I believe first we will come to Gerald Corrigan. I think, again, just for the record, in terms of the question, would you do it again, there is little or no doubt in my mind that even if the exact circumstances arose today, which of course they can't, we probably would do it again. But I think that we would do it, at least to some extent, in a somewhat different manner. Keine Entschuldigung, keine Reue. Die Bank hat sich nichts vorzuwerfen. Am Ende gewinnt, einmal mehr, Goldman Sachs. Griechenland liegt am Boden, der Brand weitet sich aus, nach Spanien und Italien. Die Rettung der Einheitswährung kostet die Steuerzahler mehrere hundert Milliarden Euro, lässt Regierungen stürzen und wird die Defizite in den Staatshaushalten der EU-Mitgliedsländer für mindestens 10 Jahre zusätzlich belasten. Doch nichts hält Goldman Sachs auf. Juni 2011. Die Bank bereitet einen ihrer schönsten Coups vor. Einer ihrer ehemaligen Vorsitzenden, der Italiener Mario Draghi, ist Kandidat für die Leitung der Europäischen Zentralbank. Nur eine Hürde muss er noch nehmen. Er braucht den Segen der Europaabgeordneten in Brüssel. Gibt's so ein Typ kommt an der Pascal Regierung. Coffin gehörte damals zu jenen Abgeordneten, die versuchten, Mario Draghis Geheimnisse zu lüften. Der Italiener arbeitete in den 3 Jahren unmittelbar nach der Manipulation der griechischen Staatsbilanzen für Goldman Sachs. Was wusste Draghi? Und welche Rolle spielte er am Londoner Sitz von Goldman Sachs International? Mario Draghi hatte zwischen 2002 und 2005 mit derartigen Manipulationen zu tun. Schließlich war er bei Goldman Sachs für Drittstaaten zuständig. Da scheint es kaum vorstellbar, dass er nicht Bescheid wusste, selbst wenn er das Ganze nicht initiiert hat. Dass er für Goldman Sachs gearbeitet hat, wäre noch hinnehmbar. Schockierend ist, dass er seit 2005 7 Jahre Zeit hatte, um zu sagen, was damals passierte, war nicht in Ordnung. Das hat er nie getan. Er hat nie auch nur die geringste Selbstkritik oder Zweifel am System Goldman geäußert. Also frage ich mich, ob ihm zu trauen ist und ob er sich wirklich geändert hat. Glauben Sie, dass er in der Anhörung etwas in dieser Richtung sagen wird? Wir werden ja sehen. Hoffen können Sie immer. Deshalb fahren wir ja dorthin. Sicher, es ist die alte Geschichte David gegen Goliath. Aber denken Sie daran, wer damals am Ende gewonnen hat. Sitzungen und die diskrete Transaktion gewohnt ist. Bienvenue, Monsieur le Gouverneur. Je voudrais prononcer un mot qui n'a pas encore été prononcé aujourd'hui, y compris par vous lors de votre discours introductif, c'est celui de Goldman Sachs. Vous connaissez bien évidemment le swap, l'accord qu'il y a eu entre la Grèce et Goldman Sachs en 2000. Nous avons besoin d'explications, car la seule réponse que vous avez donnée jusqu'à présent est que vous n'y étiez pour rien, que vous n'aviez rien à voir, ce qui me semble faux. Well, I mean, if you already know it's not the truth, then why should you ask the question? But let me answer. I think this is an important question. The deals between the Greek government and Goldman Sachs had been undertaken before my joining Goldman Sachs. I did say this on and on and on. I had nothing to do with these deals, neither before nor after. I was not in charge of selling stuff to the governments. In fact, I worked with the private sector. And
Even though Goldman Sachs way expected me to work with the public sector when I was hired, I told them that, frankly, having been in the public sector before, I had no interest or taste or care for working with the public sector. So I knew nothing about these things, nor I've done anything later on about these things. You can ask anybody. So I stop here. Thank you, and I hope I've convinced you. Thank you. Der Ton ist höflich, aber bestimmt. Mario Draghi stellt die Praktiken von Goldman Sachs in Griechenland nicht in Frage. Im Gegenteil. Auch als er in die Enge getrieben wird, zögert der Anwärter auf die Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank nicht, seinen ehemaligen Arbeitgeber zu verteidigen. Do you contest the practice and the business model of Goldman Sachs? What do you mean by business model of Goldman Sachs? There are 23,000 people at Goldman Sachs. They run a variety of businesses and they, and all in all, they try to be checked about their correctness. Now, the idea that that the investment banks... your question was about the press... C'est dommage parce que j'ai... Angesichts dessen, was wir über Goldman Sachs wissen, ist es schon starker Tobak, wenn ein Anwärter auf ein hohes politisches Amt erklärt, Goldman Sachs sei kein Problem. Dass sich Draghi dazu verleiten ließ, wenn auch leider nur für ein paar Sekunden, genügt, finde ich, um zu beleuchten, welchen gedanklichen Hintergrund er hat. What was exactly your job at Goldman Sachs? Excuse me. Vier Monate später. Vor der Frankfurter Oper zelebriert Europas politische Elite den Amtswechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Jean-Claude Trichet geht, Mario Draghi kommt. Goldman Sachs hat es geschafft, wieder einmal. Und die Firma baut ihr Netz in Europa zielstrebig aus. Außer Mario Draghi rekrutiert Goldman Sachs weitere Spitzenpersönlichkeiten. Mario Monti, ehemaliger Europakommissar für Wettbewerb, inzwischen Chef der italienischen Regierung, hat lange als Berater der Firma gearbeitet. Genau wie sein Landsmann Romano Prodi, zuvor ebenfalls italienischer Ministerpräsident, danach Präsident der Europäischen Kommission. In Deutschland ist Ottmar Issing, ehemaliger Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, das Sprachrohr von Goldman Sachs. Im Frühjahr 2010 war er unter den Ersten, die auf ein Auseinanderbrechen der Eurozone setzten. In Großbritannien leitet ein weiterer ehemaliger EU-Kommissar, Peter Sutherland, Goldman Sachs internationale Ableger. Ihm zur Seite Lord Griffith, ein früherer Berater Margaret Thatchers. Darüber hinaus kann Sutherland auf die Netzwerke des Portugiesen Antonio Borges rechnen, Ex-Chef des Internationalen Währungsfonds für Europa, und auf die des Franzosen Charles de Croisset, ehemaliger Chef der französischen Handelskreditbank, inzwischen Vizepräsident von Goldman Sachs Europe. Neben diesen illustren Köpfen verfügt Goldman Sachs noch über ein Heer von Lobbyisten und ehemaligen europäischen Beamten, die Brüssel zu ihrer Festung gemacht haben. Und so arbeitet Goldman Sachs in Europa unsichtbar für die breite Öffentlichkeit, aber allgegenwärtig hinter den Kulissen der Macht. Im Dienste einer Oligarchie, einer Kaste aus Finanzleuten, Wirtschaftswissenschaftlern und Politikern. Sie operieren weltweit. Sie holen sich helle Köpfe von überall her, bringen sie nach New York und machen aus ihnen Führungskader. Das ist wie bei einer Studentenverbindung. Sie machen ihren Abschluss an der Goldman-Universität und das heißt, sie nehmen die Goldman-Kultur überall mit hin. Mario Draghi war bei Goldman Sachs und wenn Lloyd Blankfein heute mit dem Chef der Europäischen Zentralbank direkt sprechen will, ruft er ihn einfach an. Das ist das Ergebnis der Goldman-Strategie, mit der sie ihre Position in der Welt behaupten. Keeping up their position in the world. Die ehemaligen von Goldman Sachs sind für die schlimmsten Exzesse der Finanzwelt mitverantwortlich. Sind sie wirklich die Richtigen, um als Politiker ihren Bevölkerungen beispiellose Sparprogramme aufzuerlegen? Die europäischen Mitglieder der Regierung Goldman weigerten sich, unsere Fragen zu beantworten. Jean-Claude Trichet war als einziger Amtsträger aus der Finanzwelt bereit, uns zu empfangen.
Ich muss Sie warnen. Wenn Sie alles an einem Schuldigen festmachen, sprechen Sie alle übrigen Beteiligten des Systems frei. Allerdings spüre ich in allen Industrieländern ein Unbehagen, ein echtes Unbehagen. Dieses Unbehagen ist vielschichtig. Wir tun uns schwer, damit zu akzeptieren, dass das Finanzsystem so schwach sein könnte, während die Menschen in diesem System sich selbst paradoxerweise fürstlich entlohnen. In bestimmten Branchen, besonders in der Finanzwirtschaft, hat sich etwas entwickelt, das die Menschen, der Souverän, das Volk, nicht mehr hinnehmen wollen. Ne sont pas acceptables par les gens. Le peuple souverain. Au sujet de Mario Draghi. Kommen wir zu Mario Draghi. Kritiker sprechen davon, dass in Bezug auf seine Zeit bei Goldman Sachs gewisse ethische Fragen offen seien. Les questions qui se posent, les questions éthiques qui se posent. Stopp, ich denke nach. Ich war auf diese Frage nicht gefasst. Lassen Sie sich Zeit. Es wäre mir lieber, wenn Sie mir diese Frage nicht stellen würden. Keine Frage zu Draghi. Ich werde nicht antworten. Nach 6 Jahren an der Spitze der Europäischen Zentralbank sieht sich Jean-Claude Trichet, der Hüter des Euro, offenbar außerstande, die Angriffe auf seinen Nachfolger zu kommentieren. Mit dem politischen Aufstieg eines Mario Draghi, eines Mario Monti oder eines Lukas Papademos, ehemals Gouverneur der griechischen Zentralbank und zeitweilig Premierminister Griechenlands, erlebt Europa die Vereinnahmung der Politik durch die Banker. Ob aus Ohnmacht oder mit Bedacht, die Politiker haben die Finanzprofis gerufen, um den Brand zu löschen. Dieselben, die wenige Jahre zuvor mit dem Feuer spielten und den Markt mit toxischen Produkten überschwemmten. Die Banken dachten, sie dürften alles. Und so haben sie einigen Ländern toxische Produkte bzw. Transaktionen angeboten. Allerdings war ihnen seit der Deregulierungswelle vor 15, 20 Jahren auch alles erlaubt. Durch das Fehlen weltweit geltender Regeln und einer allgemeinen Transparenz gingen Moral und Ethik verloren.